Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Baselmap Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, letzte Folge haben wir ja die Felder voll gedüngt und deshalb machen wir uns heute auf den Weg, unsere Felder voll zu besäen. Das Licht sollten wir vielleicht anschalten. Und zwar hatten wir angefangen, die Nummer 47 mit Soja zu besäen. Das werden wir jetzt auch weitermachen. Also wir werden die anderen Felder auch alle mit Soja bepflanzen, damit wir da mal eine ordentliche Ernte dann rausfahren können. Und ja, wir schauen einfach mal, wie lange wir dafür brauchen. Sollte ja nicht allzu lange dauern. Irgendwie fährt er ziemlich langsam hier. Aber das ist unser leistungsstärkster Traktor. Der Valtra S-Series, glaube ich. Gepflügt haben wir die Felder ja alle schon zu Beginn unseres Let's Plays. Deshalb werden wir hier jetzt einfach nur mit der Amazone drüber fahren. Die gruppert und sät ja gleichzeitig und düngt auch noch. Also ein Multi-Werkzeug. Kleine Nachtschicht. Ich hoffe mal, die Saatgutmaschine oder das Saatgut reicht, um einige Felder zu bewirtschaften. Und ja, dann starten wir mal. Wenn die Felder alle neu besät sind, werden wir uns einem neuen Wirtschaftszweig hier widmen. Ich hoffe mal, dass wir dann auch noch genügend Geld haben, um auch wirklich den Zweig beginnen zu können. Das wird nämlich dann die Forstwirtschaft sein. Ich möchte so ein paar Optimierungen hier auf der Karte vornehmen. Und dazu benutzen wir einfach die Forstwirtschaft, damit wir genügend Platz für alles Mögliche, was wir hinstellen wollen, haben. Ich möchte mich auch entschuldigen für die letzten zwei Folgen, da war ich irgendwie nicht wirklich bei der Sache. Da habe ich zum Teil ganz schön Schwachsinn geredet. Beziehungsweise wirklich die Wortfindungsstörungen gehabt. Ja, liegt denke ich einfach nur an einer Konzentrationssache. Wenn man nicht konzentriert ist, dann begeht man Fehler. So, jetzt fahren wir hier noch hin. Und dann werde ich mal dieses Feld fertig machen und euch wie immer, oder wie in den letzten Folgen eigentlich, am Anfang habe ich es ja rausgeschnitten, aber diesmal werde ich auch wieder ein bisschen timelapsen. Also, bis gleich. Und fertig ist das Feld. Wir müssen hier den Abschluss noch machen. Weil, wie ihr gesehen habt, ich habe die Felder oder die Bahnen einfach durchgezogen. Und zum anderen hat hier vorne auch das andere Feld Probleme gemacht.
indem ich hier nicht ganz ranfahren konnte, weil sie ist, das Feld gehört jemand anderem. Ist halt hier auf der Wasl-Map so, durch das, dass es alles relativ eng bebaut ist. Da kommt man dann mit den anderen Feldern auch manchmal in Konflikt. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zu Feld Nummer 17, glaube ich. Ist das. Das ist unser Hassfeld. Was direkt bei uns am Hof liegt. Das werden wir ja jetzt noch zweimal normal einmal. Einmal nur. Also ich werde es jetzt noch einmal mit Soja bepflanzen und dann beim nächsten Mal mit Gras. Und den Vorteil, den ihr seht, den zeige ich euch gleich mit meiner Logik, wie ich die Felder bepflanze und dünge, ist ganz einfach. Hier muss man abbiegen. Da ich jedes Feld vor der Aussaat schon gedüngt habe, sehen wir hier, es ist Düngestufe 1 bei 3 Düngestufen. Und wenn das jetzt gleich fertig ist, dann ist es schon Düngestufe 2. Das heißt, ich muss es nur noch einmal dann düngen. Und das ist einfach ein Riesenvorteil. So hast du nämlich ruckzuck alles gedüngt, ohne dass der nochmal über die fertigen Felder fahren muss. Kann also auch weniger schief gehen. So, jetzt, ich sehe keinen Unterschied von der Kameraperspektive aus. Und hier siehst du es. Das ist schon erheblich. So, unsere Betriebskosten sind abgezogen worden. Wir machen 6000 plus mit unseren Gebäuden. Und knapp 5000 minus mit den wirtschaftlichen Geräten und Tieren und allem, was wir haben. Ja, wo ist da? Hier ist der Anfang. Und ich denke, das war auch ausreichend. Ist alles grün, das heißt, es befindet sich im Wachstum. Und gedüngt ist auch alles, also wir haben das ganze Feld fertig.
gut. So, wir werden jetzt noch im Schnelldurchgang die letzten zwei Felder machen. Und danach sehen wir uns zum Schlusswort wieder. Bis gleich. So Leute, wir kommen zum Ende von der heutigen Folge, von der Folge 22 vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Waselmap. Ich habe mir zum Ende des Let's Plays mal noch einen Helfer gegönnt. Der mir Feld Nummer 13 jetzt so ziemlich perfekt gesät hat. Ich dachte, das leiste ich mir jetzt einfach mal. Ja, Helfer kosten zwar einen Haufen Geld. Hat jetzt knapp 2000, glaube ich, gekostet. Aber was soll's, ja? Damit ist das Feld auf jeden Fall super gedüngt, gepflügt. Völliger Schwachsinn. Besät worden. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wo der jetzt nochmal hinfahren will. Hallo? Hallo, wo willst du denn hin? Der wollte nochmal rüberfahren. Brauchen wir aber nicht, denn wir sind hier fertig. Und wir können einpacken. Somit sind alle vier Felder, die wir besitzen. Ne, fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Alle fünf Felder, die wir besitzen, mit Soja bepflanzt. Wir bringen jetzt die Sämaschinen nach Hause, machen die noch schnell sauber. Und dann, ja, sehen wir uns auf jeden Fall, hoffe ich zumindest, in der nächsten Folge wieder beim Landwirtschaftssimulator. Und wünsche euch ein paar ruhige Tage. Und bis übermorgen. Nein, bis Montag. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Like, Abo, Kommentar, gerne gesehen. Bis dahin. Ciao.